Hallo zusammen, mein Name ist Christian Schlegel. Es ist heute der 20. August, das ist ein Donnerstag, oder? 13:39 Uhr. In diesem kleinen Clip geht es um den Dow Jones. Die Vorbörse ist schon ein bisschen schwächer, 0,25% bei 27.620. Der DAX hat heute ein bisschen was verloren, minus 1,14% und rechnet in der Sekunde bei 12.836. Vor euch ist der Chart vom Dow eine Kerze, ein Tag. Da fallen mir auf Anhieb jede Menge Sachen auf, die ich nicht mag. Das will ich gleich mal vorab nehmen. Zum einen ist, wir befinden uns immer noch an dieser, nennen wir es Abrisskante, diese hier. Die haben wir einmal gesehen, sind dran, kommen nicht drüber. Das ist die Geschichte, die Ende Februar letztendlich dafür gesorgt hat, dass der Dow mal von, was war im High, fast 30.000 auf die fast 18.000 runterging. Also das ist genau diese Kante und wir tun uns hier unheimlich schwer. Danach gibt es eigentlich nur noch eine Kurslücke vom 21.02. ist die und das ist bei 29.122. Ist weit weg vom aktuellen Niveau 27.618. Wir sind seit dem 1.06. in dieser Seitwärtsphase. Deswegen gebe ich auf die gleitenden Durchschnitte nicht allzu viel. Ja, wir sind an der 10-Tage-Linie über 20 und über 200. Ja, von daher ist das von der Trendfolge her in Ordnung. Aber wir verbrauchen uns hier. Das MACD darf ich momentan gar nicht so anschauen, eben weil kein Trend vorhanden ist und die Stochastik gibt ein recht frisches Verkaufssignal. Also auf den Dingen, die ich beachte, da gibt es natürlich noch viele andere, die man auch noch hinzuziehen kann, wie die Elliott-Wellen und so weiter, nach denen ich allerdings nicht handle. Fibos habe ich hier auch keine griffigen in der Nähe. Ich habe einfach nur negative Signale, muss ganz klar sagen. Ich kann hier mit nichts Positives anfangen. Das kann ich erst wieder, wenn wir den Bereich von 28.000 mit Schlusskurs überbieten. Mal so eine 28.050, 28.100. Da muss ich diese Aussage relativieren, weil dann diese Kurslücke hier kommt, das Gap. Aber bis dahin ist für mich der Freund eher mit mehr Risiko als Potenzial behaftet. Ich darf ihn nicht mögen. Ich mag ihn auch nicht. Ich möchte ihn nicht long sein. Ich habe heute also auch für Deutschland sämtliche Positionen verkauft, weil ich damit rechne, dass von hier eher Ungemach kommt. Ich habe euch mal Scheine mitgebracht. Das ist nämlich mein nächstes Problem. Die Basis des Scheines, den ich nehmen würde, orientiere ich mich immer oder meistens am letzten Verlaufstief. Das ist 26.000. Da sind wir 600 Punkte momentan von weg. Das ist mir zu weit. Ja, das will ich nicht. Dann verzichte ich auf den Trade, aber mir ist das zu weit. Ich habe euch trotzdem einen mitgebracht. Das ist hier unten der. Das ist ein 26.005er von Goldman Open End Schein mit der Kennnummer GF023L. GF023L. Ich werde nicht nehmen. Gucken wir mal nach dem Put. Auch hier das gleiche Problem. Eigentlich müsste ich den Put hier oben ansiedeln. Zumindest die Basis. Hier so 29.600. Das ist mir zu weit. Das ist mir einfach zu weit. Deswegen, da muss ich jetzt ein bisschen hinter das obere Band gehen. So im Bereich 28.600. Und da kriegt das Ding auch schon wieder einen ziemlich ordentlichen Hebel. Und da ich weiß, dass viele von euch möchten keinen Hebel haben von 20 und mehr, gehe ich also jetzt hier auf einen Hebel, der ein bisschen tiefer ist. Und zwar sowas hier. 17er Hebel. Das ist 29.250. Und das für mich persönlich ist das zu weit weg. Ich nenne ihn euch trotzdem. Das ist die Gustav Bertha 7618. GB7618. Also ich bin hin und her gerissen. Ganz ehrlich, aber für mich überwiegt hier ganz klar das Risiko. Sollen die letzten Punkte die anderen haben, bin ich nicht dabei. Da halte ich mich dann lieber mit dem Handel zurück. Das muss auch manchmal sein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.